Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute vom Home Trail Krefeld. Ich war ungefähr vor einem Jahr schon mal hier und heute werden wir sehen, was sich in einem Jahr getan hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Strecke aussieht, wie ich mich schlagen werde und so weiter und so fort. Let's go. Ich freue mich auf den Uphill. So Leute, wir sind fast oben. Endspurt ist angesagt. Und ich sage euch eine Sache. Sobald das Enduro-Rennen vorbei ist, besuche ich so Spots nur noch mit E-Bike. Aber für das Enduro-Training halt wieder mit dem Torque unterwegs. Ja, ich blende euch jetzt mal ganz kurz ein paar Szenen vom letzten Jahr ein, als ich das erste Mal war mit Marc. Und dann habt ihr so ein kleines Vorher-Nachher-Bild. Ich weiß selbst noch nicht, wie ich mich schlage, aber eigentlich müsste das ja besser sein als letztes Jahr. Viel Spaß. Und ab ging's in die erste Abfahrt auf der blauen Line. Also der Home Trail Krefeld hat insgesamt drei verschiedene Lines. Blau, Rot, Schwarz. Und der Weg nach oben ist relativ entspannt. Man kann ihn easy peasy fahren, weil es einfach nicht so extrem steil ist. Dafür ist dann aber auch die Abfahrt eigentlich relativ kurz. Dennoch aber ganz gut abwechslungsreich und dazu auch noch super in Schuss gehalten. Also großen Respekt an den Verein, an das Team, die das hier pflegen. Super guter Spot. Hi. Alter, voll aufgesetzt. Also ich springe hier ein bisschen. Nicht so geheuer. Sag ich euch ehrlich. Mit dem Speed schafft man das easy. So Leute, Hochschiebeweg ist auf jeden Fall schlimmer als hochfahren. Die erste Abfahrt war auch keine Glanzleistung, aber irgendwie kommt mir das doch alles ein bisschen schwieriger vor als letztes Jahr.
Aber war auch erst die erste Runde. Gucken wir mal, ob das noch besser geht. Das war Schalten ohne Ende hier. Ja, guck mal, man kommt einfach hier rein, dann fällt einfach hier so ein Stückchen weg. Hier ist irgendwie echt schlecht. Hier kannst du auf Rot wechseln. Das ist das Stück. Nimm mal hier dieses. Okay. So Leute, nächster Uphill steht an. So viele Uphill-Fahrten habe ich letztes Jahr auf jeden Fall schon mal nicht geschafft. Bergab bin ich heute nicht so zufrieden mit mir. Ist okay, aber ich muss sagen, dass ich auch den Spot an sich gar nicht mal so easy finde. Und auch die blaue Line für Anfänger mit Steinfeldern und so auch schon nicht so easy ist. Ja, aber dient ja heute nur als Enduro-Training, ne, Leute. Aber ich sage euch eine Sache. Ich werde niemals ein Enduro-Trainings-Freund werden. Ich bin einfach nicht das Cardio-Häschen so. Ja, der Marc zum Beispiel, jeden Tag bei McFit, lässt er das Cardio-Bunny raushängen. Aber ich kann das nicht. Ich glaube, auch wenn das Enduro-Rennen vorbei ist, dann gehe ich erstmal wieder in Massephase. Damit man mehr Masse hat beim Fliegen und mehr Traktion auf dem Trail. Mehr, das ist dann praktisch so, als würde ich die ganze Zeit ein E-Bike fahren. Ah ja, Leute, eine Sache wollte ich noch mit euch besprechen. Es gab ja so viele Kommentare zum Thema, warum ich immer so rumjammer und so. Und wisst ihr was? Das ist einfach so, ich hatte mir dieses Ziel gesteckt mit dem Enduro-Rennen und ich merke besonders jetzt im Training dafür, dass es mir einfach nicht so viel Bock macht. So, das ist einfach die Sache. Und da das hier nicht mein Job ist, muss ich das ja theoretisch nicht machen. Ich bin allerdings natürlich fürs Enduro-Rennen angemeldet, ohne Rücktritts. Reiserücktrittsversicherung sozusagen. Deswegen ziehe ich das Ding jetzt auch durch und kann ja auch nochmal sein, dass mir das mega viel Spaß macht, aber auch trotz alledem, dass ich so viel rumjammer und dann so Fragerunden kamen, wie warum bist du so unfit? Übrigens Q&A ist online mittlerweile, wenn ihr das Video hier seht. Das hat gar nichts mit unfit zu tun. Ich glaube, ich bin fitter als die meisten anderen da draußen. Vielleicht nicht im Uphill fahren,
aber vielleicht in vielen anderen Dingen. Und beim Uphillfahren, fragt den Marc, bin ich auch gar nicht mehr so schlecht. Also, wie viel das Mal radeln wir hoch? Hä? Fünftes Mal hoch? Ja, jetzt? Ungefähr. Ja, und ich bin noch nicht am Sterben. Ich könnte bestimmt 10 Mal schaffen. Naja, egal. Genug gequatscht jetzt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß hier. Ist nämlich echt mega. Es ist nichts los hier. Kaum Leute da. Strecken sind trocken, obwohl es die ganze Zeit geregnet hat. Und ja, wir haben eigentlich den Spot für uns alleine. Richtig Glück gehabt. Auf geht's. Scheiße. Versucht da oben zu fahren. Ich dachte, das ist hier ein bisschen. War nicht so. So Leute, das war's am Home Trail Krefeld. Ziemlich cooler Spot, kann man auf jeden Fall mal besuchen. Ist auch nicht so weit weg von mir, deswegen ist immer entspannt. Nach kleinen anfänglichen Schwierigkeiten, wie man hochfindet, hat das dann auch alles geklappt. Ich muss sagen, ich habe mich wohler gefühlt als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich ganz, ganz viel Schiss einfach nur und bin mit ziemlich viel Angst runtergefahren und das war jetzt nicht mehr der Fall. Das ist auf jeden Fall ein viel, viel besseres Gefühl. Uphill hat auch viel, viel besser geklappt. Ich bin jetzt noch nicht übertrieben zerstört. Ich hätte bestimmt noch 2-3 Mal fahren können. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Sonst ist man direkt am Saisonanfang kaputt. So, wir radeln jetzt zurück zum Auto. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Abonnieren nicht vergessen, Kommentar da lassen, Daumen. Ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.